Es ist mal wieder soweit. Die Dienstagssportgruppe aus Nörtershausen macht sich auf den Weg zu ihrer jährlichen Wanderung. Sportkasse, also nichts bezahlen. Das hört sich sehr gut. Gib noch ein Liter Bier extra nachher dann. Ne? Aus Rücksicht auf das fortgeschrittene Alter einiger Mitglieder und aus Respekt vor den ziemlich matschigen Waldwegen fahren wir dieses Jahr mit den Autos zu unserem Ziel. Es ist der Vulkanpark in Mendig. Gerd hat alles superfein vorbereitet, zahlt den Eintritt aus dem Finanzamt unbekannten Quellen und hat auch einen Führer für uns engagiert. Und der erklärt uns nun alles, was es mit den Vulkanen in der Eifel so auf sich hat. Der Lachersee-Vulkan, das ist so 4 Kilometer entfernt, könnte demnächst wieder ausbrechen, dann kommen die ganzen Deutschen nach London. Das ist natürlich nicht der Fall. Nach einer ziemlich ausführlichen und guten Erklärung wissen wir nun genauestens Bescheid, auch dass im Moment kein Vulkanausbruch bevorsteht. Das macht uns genügend Mut, in den Schlund der Erde hinunterzusteigen. Hier schauen wir uns an, wie vor langer Zeit die Basaltsäulen zu Mühlsteinen verarbeitet wurden. Ich weiß von meinen Vorfahren, dass dort abgebaut wurde und das Material, auch die ihren Breitstein hat Material aus Eich bekommen, die sogenannten Grotzen, das waren Schlacken. Damit haben die gebaut. Aber das war feucht und alles hier. Der ist nicht zu vergleichen mit dem BIMS und nach dem Krieg war die Technik natürlich viel. Die Führung mit ihren sehr guten und aufschlussreichen Erklärungen hat so ziemlich jeden von uns beeindruckt. Es ist schon imposant, mitten in einem erkalteten Lavastrom zu stehen und hautnah zu spüren, mit wie viel Mühe unsere Vorväter hier gearbeitet haben. Offensichtlich war aber das hier vorgefundene Material ideal für seine Zwecke geeignet und fand im vorigen Jahrhundert seinen Weg in die ganze Welt. Unser Rundgang hat ein wenig länger gedauert als geplant, und ziemlich kalt war es außerdem. Wie gut, denn dadurch haben wir nun alle einen richtig schönen Hunger und außerdem einen passenden Durst dazu. Also hier nochmal allgemein, wir haben jetzt aufgrund eines Gutscheines ein 10 Liter Fass Bier. Wer Bier trinken will, den kann man dann aus dem Fass holen. Wer was anderes trinken will, der soll dann separat bestellen. Ist ja nicht gut, wie meinst du das nicht gut? Dann haben wir das nach oben, der Hase, oder? Ja. Wenn es so anfängt, leer zu werden, weiter runterdrehen nützt nichts. Da ist schräg halten die bessere Lösung. Sonst kriegen wir das nachher noch mit Spezialwerk. Gerd, wir wissen ja, dass du momentan als Pensionsrentner, früher warst du ja im Beruf entsprechend engagiert, jetzt als Pensionsrentner hast du immer noch die Zeit, uns entsprechend anzuleiten als Fitnesschef. Wir haben ja in dir wirklich Glück gehabt. Jeder Verein in Nördershausen, der hätte dich gern als Trainer, als Mitarbeiter. Aber wir haben das Glück, dich zu haben. Ich weiß, wo ich hingehöre. Genau. Und der Dienstagabend, der ist für dich ja nicht nur Dessert und Sport, der ist als Gewohnheit für dich schon jahrelang so ausgeprägt, dass sogar die Gemeinderatssitzungen umgelegt werden, nur damit du bei uns beim Sport sein kannst. Geschafft. Wir sind alle satt und zufrieden. Das Vulkanbräu war süffig, das Essen ausgezeichnet und am allerbesten waren die Geselligkeit und die vielen Gespräche. Zur Konditionsverbesserung und Steigerung der Lebensfreude kommen Sie einfach dienstags vorbei oder fragen Sie Ihren Arzt oder Bürgermeister.